Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Saboteur. Wir werden in dieser Folge den Zeppelin betreten und hoffen natürlich, dass wir Dirker hier antreffen, um ihn dann ein für alle Mal zu erledigen. Boah, kannst du gut schießen, ey. Meine Güte. Okay. Alles klar, bin ich mal gespannt. Ich weiß gar nicht, mehr Faustkampf oder Schießen oder whatever. Wo ist der Bursche? Ich habe keine Ahnung. Ach, der ist abgehauen. Ja toll, jetzt macht doch noch mehr Ladebalken hier rein. Das habe ich mir schon fast gedacht. Das ist nicht so geil. Wie komme ich denn jetzt hier weiter? Moment. Ich will den... Ah, den Sprung schaffe ich doch niemals. Ah doch, ich schaffe ihn, Tatsache, okay. Hätte ich ehrlich gesagt gar nicht gedacht, dass ich den schaffe. Oh, Junge, das war jetzt aber... Schnell. So. Hier schnell hoch. Dirka, du wirst mir nicht entkommen, du kleiner Pisskopf. Da kannst du mit noch so vielen Metalldingern hier um die Gegend schmeißen, ist wieder egal. Komm schon, du kleiner Pisser. Vorsicht da unten! Juhu! Ich bin es, der betrogen wurde, Devlin. Sie hätten durch mein Messer sterben sollen. Nicht so. Sie können nirgends hin. Ich finde sie überall. Ah, das ist keine gute Idee. Gar keine. Gar keine gute Idee. Aber naja. So ist das. Man braucht ja ein bisschen Action. Eigentlich hätten sie das aber echt noch animieren können. Also so, dass man es selber spielt oder so. Schade. Aber jeder kann sich ja vorstellen, was er gemacht hat. Er wird wahrscheinlich ins Wasser gesprungen sein. Weil sonst hätte er die Explosion wohl schwerlich überlebt. Tja. Dirka ist leider nicht gestorben. Schade. Wirklich, wirklich schade. So. Na dann, beste NWI. Verdammt, der wird mich doch locker sehen, wenn ich da jetzt hochkomme, oder? Oh, der geht weg. Ist aber nett von ihm. Ah, Hilfe! Huha! Hiho! Verdammt! Alles Deutsch, ich bin tot. Verdammt. Okay, ich muss woanders raus, alles klar. Ich verstehe. Ich verstehe diese Warnungsspiel. Sehr nett, danke. Sean ist gestorben, warum kann ich nicht weiter? Nochmal, Spiel laden? Wieso Spiel laden? Nein, ich will nicht Spiel laden. Hä? Ja doch, muss ich aber. Ja. Ja. Scheiße. Ich sollte mich bei Skylar melden. Okay, jetzt sind wir anscheinend hier, okay. Alles klar. Warum nicht gleich so? Warum bist du denn jetzt hier am Schleichen? Hör auf damit. Wer ist denn wie I? Wilson heißt der Wilson. Ich sollte mich bei Skylar melden. Ja, ist mir egal, was du solltest. Wir müssen jetzt zu Mr. Wilson oder wie er auch immer heißen mag. Zu ihm hier halt, ne? Hallöchen. Wilcox, sage ich doch. Wilson. Sie leben noch. Ihnen entgeht aber auch gar nichts. Wo ist Skylar? Das kann ich Ihnen nicht sagen. Können oder wollen Sie nicht? Miss Sinclairs derzeitiger Aufenthaltsort ist geheim. Ah, ist der Bastard tot? Nein.
Noch nicht. Man braucht Härte und eine ruhige Hand, um Dirka zu töten. Sie hätten einen echten Soldaten schicken sollen. Zu dumm, dass Sie in der Kirche zu sehr mit Wichsen beschäftigt waren. Sagen Sie, Bischof, es ist nicht vorbei. In einer Woche ist Dirka begraben und vergessen. Es wird Zeit, nach Paris zurückzukehren. Veronique macht sich vermutlich Sorgen um mich. Alles klar, dann driven wir zurück nach Paris. Kein Problem. Also manchmal sind die voll strange, diese Spawn-Punkte, wa? Dann bist du da rausgelassen, direkt bei den ganzen Crowds. Und hier, ja, und auf, dann lädst du und auf einmal bist du wieder hier. Ah, Monsieur cherche une nouvelle voiture. Genau. Letztlich soll es mir egal sein, wo ich spawne. Hauptsache, ich kann da lebend rauskommen. Ach, bei Wilson können wir sogar noch was machen. Wie scheint. Na gut, dann gehe ich nochmal zu ihm. Dann können wir direkt für ihn ein bisschen was erledigen, wenn wir schon mal hier sind. Würde ich mal behaupten, das habe ich gerade gar nicht gesehen. Das habe ich gar nicht gesehen. Genau. Ja. Ich sehe es eh nicht. So. Wenn Sie mit diesen Fröschen nicht zu beschäftigt sind, hätte ich vielleicht einen richtigen Job für Sie. Inwiefern? Soll ich Ihnen helfen, Bischof, die Windeln zu wechseln? Das ist ja großartig. Sehen Sie, irgendwie hat sich Bishop in den Kopf gesetzt, dass Sie nicht nur ein dämlicher irischer Sturkopf sind. Wie es aussieht, schuldet mir der alte 10 Pfund. Die Briten können sicher 10 Pfund verschmerzen. Aber wenn seine Majestät meine Hilfe braucht, kommt ihnen das deutlich teurer. Er wusste, dass Sie das sagen würden. Worum geht's? Die Deutschen haben sich in einer alten Abtei vor der Stadt eingenistet. Haben den Laden in eine experimentelle Radarstation verwandelt. Was zum Teufel ist Radar? Streng geheim. Und eine Nummer zu groß für Sie. Egal. Wenn es nach mir ginge, würde ich den Laden mit ein paar Lancasters in die Steinzeit zurückbomben. Aber die Deutschen nehmen die Nonnen als menschliche Schilde. Die Sache ist unseren Fliegern zu heikel. Sie brauchen also jemanden, der die Dreckarbeit für sie erledigt. Der alte Mann sagt, sie hätten ein Talent dafür, sich in Gebäude zu schleichen und sie zu sprengen. Er denkt wohl, dass sie unser Mann sind und ich sage, warum nicht? Wenn sie dabei draufgehen, tja, dann geht mir ein blöder Ire weniger auf die Nerven. Grinsen Sie nur weiter, Arschloch. Wenn ich den Job erledigt habe, wird Ihnen das blöde Lachen schon vergehen. Das kann man wohl so sagen. SOE Operations. Special Operations Erbse. Vermute ich jetzt mal. Das ist bestimmt SOE, die Abkürzung. Special Operations Erbse. Alles klar. Dann holen wir uns erstmal eine Karre. Und dann machen wir halt die Missionchen für ihn. Und dann würde ich sagen, geht's back. Nach Paris. Der wird auch noch so 2-3 Missionchen für uns haben. Weg da! Ja, du siehst, dass ich hier fahre. Meine Güte, lauf woanders. Wenn ich hier fahre, ja, dann habt ihr woanders zu laufen. Das scheint aber auch ein bisschen weiter weg zu sein. Wobei ich mal überlegen muss, ob Wilcox gleich nah dran ist oder nicht. Also wenn Paris näher wäre, würde ich wahrscheinlich... Ja, wobei, ich glaube, ich fahre trotzdem zurück, weil hier raus komme ich wahrscheinlich... Weiß ich nicht, ob ich nochmal hier rauskomme. Kann ich so gar nicht sagen, aber... Ja, wir werden mal sehen. Wobei ich glaube, es sieht gerade so aus, ob wir zurückfahren. Nach Paris sowieso, also... What the fuck? Was ist denn hier los? Meine Güte, da spielen die Panzers verrückt, die Deutschen, ne? Die Deutschen, ja, das sind schon welche. Das sind mir schon echt welche. Oh, das sieht aber hübsch aus. So, zack. Sind wir bald da? Ich glaube schon. Oder nicht? Oder doch? Hm. Kann ich gar nicht so sagen, ehrlich gesagt. Aber vielleicht befreien wir ja dann das Stück hier. Das wäre auch toll. Also, ich glaube, so lange dauert es gar nicht mehr. Bis wir... Na, wobei, nee, das liegt in einem farbigen Bereich, oder nicht? Ja, weich bloß nicht aus. Also wirklich. Also echt mal, ne? Irgendwann werde ich ankommen, wo auch immer ich ankommen soll. Ja. Ich hab's gesehen, aber konnte nicht mehr ausweichen. So, Alter, wo ist das denn? Und den Weg muss ich ja nochmal zurückfahren, weil wenn der noch eine Mission für mich hat, ne? Es dauert ja alles auch. Es dauert ja alle seine Zeit, bis man hin und her gefahren ist. Das ist ja immer... Oder wenn schon mal hier über die Wiese fahren.
Der Wagen kann das ab, ist kein Problem. Das Lustige ist auch, dass die gar nicht springen, die Autos, ne? Die sind immer knallhart auf der Straße. Ups. Ja, oh. Der Zaun war stabil. Da konnte ich leider nicht so durchbrezeln. So. Demnächst. Alter, ist das weit weg. Da hat der wohl einen Sockenschuss. Also ganz ehrlich, danach werde ich nicht nochmal zu ihm gehen. Irgendwann später vielleicht mal. Vielleicht gibt es hier auch Schnellreize, weiß ich nicht. Könnte man aber mal probieren. Aber... naja. Oh, guck mal, das Rad da hinten ist schon ganz schön kaputt. Die Tür auch. Also es gibt ein Schadensmodell, das ist aber sehr merkwürdig. Aber es... naja. Es ist halt da. Ich weiß nicht, ob ich dann nochmal zu ihm zurückfahre, weil ich glaube, der ist ganz schön weit weg, der Bursche. Obwohl ich nicht weiß, ob die anderen da näher sind. Ich vermute schon. Wie kann man weiter weg sein als der Typ? Obwohl ich mir den Weg ja auch einfach machen kann. Ich speichere einfach, lade das nochmal, das Ganze. Und dann starte ich ja eh woanders. Also von daher. Alles klar, dann wollen wir mal. Es ist ja auch eigentlich egal, ob wir das schaffen, mit Schleichen oder nicht. Das spielt absolut keine Rolle. Hauptsache ist, wir machen hier mächtig Ballaboom. So, allerdings muss ich jetzt mal schauen. Was soll ich denn kaputt machen? Irgendwas da oben drauf, oder? Ich bin ja schon wieder weg. Piep, 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 piep. Ist eh viel geiler, wenn man hier ein bisschen Action hat. Ne, der Saboteur ist hier wo? Wow, ich treffe jeden einzelnen Schuss. So, weg mit euch. Kleinen Kackbratzen hier. Ich weiß nicht, was ich hiermit machen soll. Soll ich das... hier? Hier kann ich nicht. Hier... nee, hier auch nicht. Hallo. Oh, hier geht mir gerade ein bisschen auf den Sack, wisst ihr das? Schnauze jetzt. Ich habe hier zu tun. Was steht ihr denn daran nicht? So, du bist down. Jetzt versuchen wir es nochmal mit dem hier. Vielleicht funktioniert das. Keine Ahnung, was das ist, aber wird schon wichtig sein. Mal gucken, ob es dann auch kaputt geht oder nicht. Tatsache. Es geht kaputt, das ist schön. So. Scheiße, Schüsse. Ne, oh, der war voll daneben gesetzt. Ich bin gar nicht ungeschützt, auch nicht von der Seite, die Fresse. Du lügst. Hallo. So, der ist auch tot. Ich töte die auch alle. Das macht so viel Spaß, die zu töten. Warum sollte ich darauf verzichten, frage ich mich, ne? Na, baller mal. So. So. Ich glaube, das, was ich kaputt machen soll, ist da oben drauf. Wie komme ich da oben rauf? Das... weiß ich noch nicht. Es ist mir noch ein Rätsel. Also hier ist ganz schön viel, was man kaputt machen soll, ne? Kann ich jetzt auch eigentlich hier wieder ausmachen, irgendwie den Alarm oder so? Nee. Scheint irgendwie nicht so. Na gut. So, kann ich das hier ranmachen und das geht kaputt? Ich bin gespannt. Ich bin totally gespannt auf das, was kommt. So. Ja, genau, der ist nicht gestorben. Deine Mutti ist nicht gestorben. Stirb. Stirb. What the? So, stirb.
Ich kann noch mehr von euch töten, wenn ihr wollt. Das ist mir einerlei. Ja? So, du bist down. Stirb. Ja, genau. So, halt die Fresse. Halt die Fresse. So, stirb endlich und geh mir nicht auf den Sack. So, du kannst auch sterben, weil du bist kacke. So. Läuft. Ach, das macht Spaß. Ich mach das ehrlich gesagt auch lieber so als Stealth. Ne? Das würde gehen. Aber ganz ehrlich, wozu? Macht es viel zu viel Spaß, die kaputt zu schießen. Ein bisschen Action muss ja auch dabei sein. So, ich bin mal gespannt, komme ich jetzt hier irgendwie hoch? Ha. Ich weiß leider nicht, wie ich hier hochkomme. Das ist ein bisschen problematisch. Da sind ein paar. Ich weiß nicht genau wo, aber ich schmeiße einfach mal irgendwo eine Granate hin. Ah, ich habe leider nicht alle getroffen. Schade aber auch. Was ist der Typ denn gewesen? Irgendwo oben drauf, ich habe keine Ahnung. So, dann muss ich mal kurz gucken, kann ich von hier die töten? Bestimmt, ich kann sie eh alle töten, von daher ist kein Thema. Hallo! Das hatte ich ja schon richtig jetzt vermisst. Stirb! Wo sind die anderen hin? Da ist noch einer. What the fuck? Warte mal. So. Wo steht denn der Stricher? Na, hast du Angst vor mir, Saboteur? So, der ist down. Vor wem habe ich Angst? Ist hier noch einer? Irgendeiner hat doch hier gerade was gesagt. Ist leider nicht wer. Scheiße, das ist nicht gut. What the fuck, warum stirbst du denn jetzt? Das war doch alles gut bis dahin. Hä? WTF? Da fällt das Auto zusammen. So, dann machen wir das Ganze halt nochmal. Ich mach das wieder auf die... Ganz ehrlich, ist mir doch scheißegal. Ich mach wieder Rambo. Rambo-Style. Ich weiß auch nicht, woran er gerade ehrlich gesagt gestorben ist. Da war eigentlich gar keiner mehr, der mich hätte töten können. Naja. Hier ist ja noch alles gut. Hier machen sie nichts. Ach, lol. Guck mal, aber der Fortschritt bleibt sogar. Das ist ja cool. Das ist ja wunderbar. Ich weiß gar nicht, ob die alle wieder zurück sind. Ich versuche jetzt mal reinzugehen. Vielleicht funktioniert das. Da sind zwar wieder ein paar Deutsche, aber ich komme mich einfach mal an den vorbeischleichen. So, das war auch total clever wieder. Muss man einfach sagen. Boah, das ist auch mit diesem Zusammenschlagen nicht funktioniert. Ich will doch nur kaputt hauen. Also, jetzt läuft die natürlich da lang. Wie mache ich das hier kaputt? Muss ich hier natürlich bestimmt auch, ne? Ja. Puff. Aber es zählt. Ja, genau. Bist du dumm? Alter, du bist so ein Arschkeks, weißt du das? Also hier kommt fett Gegner und was macht er auch? Ja, erstmal. Erstmal Dynamitchen legen, ne? So, weg mit dir, du Arsch. Ja, du kannst auch sterben. Geh weg. Hier. Ja! Aua. Scheiße, ich hab dich voll abbekommen. Das war... Fuck, ich will das hier. Meine Fresse. LOL! 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 Ich bin tot. Konnte ich nicht wissen, dass hier Geschütze sind. Fuck you. Kleine Bitches. Aber wenigstens ein Ding haben wir schon mal kaputt gemacht. Das Einzige, was nervt dabei, ist, dass da die Leute neu spawnen. Das ist doch Beschiss, ey. Und ich wäre auch noch voll reingekommen. Hätte der Arsch mich da nicht gesehen. Wer auch immer das war. Der Scheiße. Lass dir das mal gesagt sein, Bursche. So, okay, hier sind die Geschütze wieder am Start. Das heißt, die muss ich jetzt versuchen, irgendwie
kaputt zu kriegen. Nein. Das ist Quatsch. Diese Bastarde sind total paranoid. Steht da einfach nur rum. Fuck. Fuck. Okay, er hat mich nicht gesehen, alles cool, aber jetzt sind die dann neu gespawnt oder ist das eine von den Geiseln, die hier gefangen wurden? Mann! Scheiße! Ich fliehe gar nicht, ich komme doch zu dir. Nimm mal die. Alter. Ja, du bist ja auch eins. Also geh weg. Hier. Ich muss jetzt mal gucken, wo sind sie? Da ist der. Okay, der ist down. Das Blöde ist halt, dass die da sind. Und die gehen mir natürlich derbe auf die Nerven. So. Das gleiche muss ich hier machen. Scheiße. Fuck. Fuck. Ach, hört doch auf, ey. Wo kommt ihr denn schon wieder her, ihr kleinen Pissnäken? Die gehen mir voll auf den Sack. Super. Toll geworfen. Echt ein Knaller. Du hast es richtig drauf. Jetzt habe ich, glaube ich, keine mehr, ne? Das manchmal geht mir der Sean echt ein bisschen auf den Sack, ey. So, ich verstecke mich jetzt einfach mal kurz hier. Nimm mal die Waffe. So. Piss dich, Arschkeks. Ach, ich habe gar keine mehr. Das ist blöd. Gut, dann mache ich hier Dynamit hin, dann renne ich da hinten und mache da Dynamit hin. Vielleicht hätte ich hier als letztes... Na, ist eigentlich egal. Ist auch wurscht, wo ich es mache. So, kaputt. Moment. Das müsste sie aufwecken. Kaputt. Gib mir das Dynamite. Gibt's hier noch ein bisschen davon. Hui! Schneller! So, das Ding ist auch down. Irgendwann, zumindest. Und jetzt kommt das letzte Teil. Hier drinnen. Zumindest. Gibt ja noch ein paar mehr. Darum kümmern wir uns jetzt aber auch noch. Bevor wir dann die Folge beenden. So. Very nice, very nice. Ich hätte auch versuchen können, die Oh, die haben mich gesehen, verdammt. Ist aber doof jetzt. So. Ach, jetzt kommt wieder dieser... Mann, lauf doch mal weiter. What the fuck? Von wo? Oh, von da hinten schon wieder. Alter, du bist voll scheiße, Mann. Schieß dir doch mal kaputt. Manchmal so auf den Sack, ne? Am schlimmsten sind aber die hier, die anderen. Das sind die schlimmsten, das sage ich dir. So, kann ich ihn von hier? Ja, kann ich. Perfekt. Stirb, Arschloch. Hä? Arschade. Ja, genau! Boah, wie ich die manchmal, weißt du, das ist total bescheuert. Scheiße. 15.000 Mal erstmal daneben schießen. So ist richtig. Hier ist irgendwo noch einer. Guck mal. Hallo. Moin. Ja. Also ich muss sagen, mit Granaten kennt er sich aus, der gute Bursche. Ja? Also da hat das drauf. Muss man einfach... Warte, ich treff dich. Nein, ich treff dich nicht. Okay. Dann töte ich dich so, ist kein Thema. Ganz wie es dir beliebt. Danke. So, jetzt werden wir uns ein bisschen weiter nach vorne bewegen. Da ist noch einer. Granate! Hahaha. Lustig. So, hier haben wir noch so ein Türmchen. Müssen wir natürlich auch kaputt machen. So viel ist gar nicht mehr. Ich finde ihn! So, zack!
Das Ding ist auch gleich down, dann haben wir noch einen Teil und dann läuft der Hase doch. Mit Gottes Hilfe! Ach! Deine Mutti ist Gottes Hilfe. Das ist das andere Ding. Schnell, hau das Ding jetzt einfach hier rein und dann hole ich mir die Kiste und dann hauen wir ab und dann haben wir es geschafft. Juhu! Und weg. Ich möchte mir das natürlich aber angucken, wie das hier explodiert, das letzte Ding. Puff! Zerstöre Loser. Ich weiß nicht, ob das so richtig ausgesprochen ist, aber ich denke schon. Und auch hier kehrt die Farbe, die Farbe wieder zurück. Der hat noch mehr für uns, na klar, na klar. Ich will mal ganz kurz auf die Karte gucken. Was ist näher? Hm, naja, laut Karte sind wir relativ mittig. Ja, wobei, nee, ein bisschen näher wären wir eigentlich an Veronique. Hm. Leider gibt es hier keine Schnellreise, das ist halt schade. Hm, das bedeutet, wir sehen uns bei... ach, der heißt ja gar nicht, der heißt Wincox. Wir sehen uns bei ihm wieder, weil ich möchte erst die ganzen Missionchen dafür machen. Ich muss jetzt hier noch fliehen, dann fahre ich zu ihm. Ich bedanke mich bei euch, bis zur nächsten Folge. Haut rein!